Hey, Haukartoffeln, ein weiteres Dragon's Dogma 2 Video ist heute auf meinem Kanal für euch am Start. Und heute gibt's viele wichtige Dinge, die euch im Verlaufe des Spiels super nützlich sein können und die ihr direkt am Anfang schon gratis bekommen könnt. Zumindest fast ganz am Anfang. Denn schon ab der zweiten Stunde im Spiel führt euch die Hauptquest, wenn ihr wollt, per Ochsenkarren nach Wernworth. Und ab dann könnt ihr Schnellreisen per Karren vollführen. Einfach den Fahrer bezahlen für super wenig Gold, hinten einsteigen und einnicken. So einfach ist das. Deswegen macht es Sinn, hier auch möglichst früh hinzukommen, denn ihr könnt jederzeit zurück und schon sehr gute Waffen, Rüstungen, Teleportsteine, Suchermedaillons und auch neue Klassen bekommen und das ganz ohne Gold zu bezahlen. Und ich zeige euch hier im Video, wo ihr das alles finden könnt. Und es geht auch direkt am Eingangstor zur Stadt los mit den Gratis-Sachen. Einmal rechts die Treppe hoch und hier im Raum könnt ihr euch einen Batzen Gold abholen und hinten in der Kiste auch noch einen schönen Bogen. Der ist natürlich eher für Anfänger geeignet, stellt aber trotzdem schon mal ein gutes Upgrade dar. Und keine Sorge, ich werde im späteren Verlauf des Videos noch genug Sachen zeigen, die euch auch im Endgame noch nützlich sein können. Von dem her ist für jeden was hier im Video dabei, keine Sorge. Hinten wollen wir aber erstmal zum Marktplatz am Brunnen vorbei, an der Kirche vorbei, links ins Gasthaus hinein, denn hier können wir richtig gute Sachen abstauben, wenn wir einmal die Treppe weiter hochgehen. Hier auf den Betten könnt ihr euch unter anderem noch eine Lagerausstattung sichern. Hinten raus die Leiter hoch und jetzt gilt es, einen kleinen Sprung zu vollführen, aber keine Sorge, das kann wirklich jede Klasse, hier braucht ihr keine Fähigkeiten, ein ganz normaler beherzter Sprung. Und schon könnt ihr euch drei Kisten und ein Suchermedaillon sichern. Also richtig guter Loot. Ein silberner Rapier für die Krieger unter euch. Dann haben wir noch einen Reisestein, der immer nützlich ist, der super viel Gold kostet. Und Gelehrtenstiefel für die Magier. Und natürlich in der Mitte noch ein Suchermedaillon. Bevor ich auf die einzelnen Sachen eingehe, einmal noch hier weiter runterspringen, von wo wir gerade waren. Denn hier gibt es nochmal Dolche. Also für fast jede Klasse habe ich jetzt schon mal ein kleines Upgrade gesichert, das ich auf jeden Fall noch weiter nutzen kann und die auch richtig gut sind. Hier in der Kiste sind da nochmal die Halsabschneiderdolche. Und jetzt haben wir für jede der vier Grundklassen, die ihr am Anfang wählen könnt, schon mal ein kleines Waffen-Upgrade für euch und euren Vasallen, der wahrscheinlich eine andere Klasse haben wird als ihr. Jetzt kommen wir zu den Schnellreisesteinen. Mit den Reisesteinen habt ihr eine noch flexiblere Schnellreise, denn ihr könnt von überall jederzeit zurück nach Wernworth oder ins Dorf Have, sobald ihr dort wart, einfach dazu den Zielkristall berühren und aktivieren. Es gibt wirklich nur diese zwei Festen und dann gibt es aber nochmal ein paar Zielkristalle, die ihr finden könnt und die könnt ihr dann manuell irgendwo in der Welt platzieren und könnt ab dann immer dahin wieder zurück teleportieren. Also super praktisch. Die Reisesteine sind aber natürlich sehr selten. Könnt ihr entweder manchmal bei Händlern für 10.000 Gold kaufen oder einige davon finden. Und ja, ich werde euch auch noch einen weiteren hier im Video zeigen. Die Suchermedaillons wiederum, die könnt ihr in den meisten Tavernen und in der Laufbahngilde bei diesem Typen hier abgeben und gegen richtig geile Sachen eintauschen. Die werden auch aufsummiert, also keine Sorge, ihr müsst nicht irgendwie alle auf einmal einsammeln. Ich habe in dem Fall jetzt 18 Stück abgegeben, dadurch werden die ersten drei Punkte bis zu 15 schon freigeschaltet. Der Reisestein, der Ring der Unerbittlichkeit und der Ring des Triumphs, der auch schon richtig gut ist, weil der die maximale Ausdauer, Gesundheit und das Tragelimit erhöht. Also alles drei auf einmal, gerade für den Anfang richtig stark. Dann gibt es auch noch so Sachen wie die Wünschelrutendornen. Ziemlich gute Dolche, die auch noch aufleuchten, wenn ein Schatz in der Nähe ist. Also gleich doppelt praktisch. Aber noch sehr viel weitere geile Ausrüstung und auch noch ein paar nützliche Sachen. Also da könnt ihr 240 Stück insgesamt auf der ganzen Welt verteilt sammeln und dann immer schön abgeben und weitere Sachen freischalten. Ich werde euch hier im Verlauf des Videos auch noch ein paar weitere zeigen, die ihr direkt in der Stadt finden könnt. Super einfach, zum Beispiel hier der erste gleich beim Brunnen, direkt beim Marktplatz. Die sind halt sehr, sehr, sehr gut versteckt. Also wenn man nicht genau weiß, wo man suchen muss, ist das teilweise unmöglich, alle zu finden. Deswegen verlinke ich euch auch noch mal unten in der Videobeschreibung eine Karte, wo ihr wirklich immer im Browser nachgucken könnt, wo die alle sind. Aber ich zeige euch natürlich auch noch ein paar weitere hier im Video. Es gibt nämlich noch einen weiteren Brunnen, wo sich ebenfalls ein Suchermedaillon versteckt. Damit sind wir schon bei Nummer 3 hier im Video. Vergesst nicht, wir haben ja am Anfang direkt oben bei der Handelsgilde noch einen gefunden. Also jetzt schon Nummer 3. Vom Marktplatz her ein bisschen weiter die Straße hoch bei dem Anwesen und hier bei der Totenhalle könnt ihr Nummer 4 finden. Ich werde euch jetzt, glaube ich, insgesamt 10 Stück zeigen. Auch nochmal kurz auf der Karte gezeigt, wo das Leichenhaus ist. Also ihr müsst dazu oben drauf sozusagen landen, aber relativ einfach auch hier zu finden.
und dann wollen wir von hier zur Burg hoch. Und hier gibt es eine Menge Ausrüstungsgegenstände wie Schilde, aber Rüstungen und natürlich weitere Medaillons. Also hier werden wir uns eine Weile aufhalten. Ihr wollt einfach quer durch, geradeaus durch die Hallen und dann einmal links abbiegen zum Thronsaal. Auch hier einmal komplett durch und hinter dem Thron findet sich eine Kiste und da könnt ihr einmal den heraldischen Umhang abstauben. Ein sehr cooler Umhang für den Anfang, der ist sehr nützlich, der bringt euch auch ein bisschen mehr an Verteidigung, auch wenn nicht viel, aber diese Umhänge sind halt meistens da, um Elementwiderstände zu erhöhen. Ich zeige es euch noch kurz auf der Karte und von hier aus geht's weiter. Ihr wollt jetzt die nächste Tür rechts abbiegen und wir wollen jetzt eigentlich wieder raus aus dem Schloss. Und da suchen wir einfach die nächste Tür, die geht. Genau, wir nehmen die Eingangstür und dann können wir einmal rechts zum Brunnen gelangen. Und hier unten befindet sich so einiges. Also der lohnt sich auf jeden Fall abzustauben. Und zwar haben wir einmal einen Jaspis, also den Edelstein, der ordentlich was wert ist. Wenn ihr einmal durchgeht, gibt es hier eine Truhe mit einer Rüstung. Tatsächlich vom Schloss, das ist sozusagen die Fußsoldatenrüstung. Und das Geile an der ist, dass sie erstens mal für jede Klasse verfügbar ist. Also damit könnt ihr euch oder euren Vasallen komplett ausstatten. Auch der Umhang ist ziemlich gut. Und dazu kommt noch, dass das eine Tarnrüstung fürs Schloss ist. Also die Soldaten lassen euch normalerweise nicht mehr ab Mitternacht ins Schloss. Und mit dieser Rüstung könnt ihr euch eben tarnen und trotzdem hineingelangen, ohne Ärger zu verursachen. Daneben ist auch noch ein Suchermedaillon. Also hier runtergehen lohnt sich allemal. Und von hier aus wollen wir einmal wieder hoch und können tatsächlich sehr einfach noch ein weiteres Medaillon erreichen, indem wir hier links auf den Stall hochspringen, auf das Dach davon, dann noch einmal und hier rüber aufs Anwesen. Und keine Sorge, auch diesen Sprung schafft absolut jede Klasse. Ihr braucht hier keine besonderen Fähigkeiten für. Einfach nur ein beherzter Sprung, das ist alles, was nötig ist. Und hier findet sich ein weiteres Suchermedaillon. Gerade nachts sind die noch einfacher zu finden, deswegen würde ich das immer empfehlen, weil die dann erstens glänzen und auch noch so leichten Rauch oder Dampf absondern, sodass sie noch einfacher zu spotten sind. Jedenfalls wollen wir da wieder hoch zur Burg und jetzt einmal nach rechts durch diese Tore und hier befindet sich eine Kiste mit einem Eisenschild, also auch das wieder ein Upgrade für die Kämpfer unter euch. Wir haben ja schon den Rapier bekommen, jetzt also auch noch für den Schild ein Upgrade. Das ist natürlich nur eine Stufe drüber, also natürlich für Anfänger eher gedacht, aber es geht noch weiter. Hier hinten, wenn ihr weiterlauft, gibt es nämlich noch eine weitere Kiste mit einem Reisestein und wie gesagt, die sind 10.000 Gold wert, also für den Anfang unglaublich wertvoll. Jetzt wollen wir aber erstmal wieder ins Schloss und zwar gibt es hier, wenn ihr einmal durchlauft und die Treppe hochgeht vom Thronsaal aus gesehen, könnt ihr ins obere Stockwerk gelangen und hier gibt es einige Adligenzimmer. Das ist ganz nützlich, um sich da mal ein bisschen umzuschauen, aber eigentlich wollen wir hier nur zweimal links abbiegen von der Treppe aus gesehen und zu diesem Aufzug gelangen. Denn hier oben ist etwas, das ihr unbedingt für eure Reisen braucht. In der schwarzen Kiste ist nämlich der starre Blick des Drachen. Und das ist ein Gegenstand, der euch alle Lazarussteinsplitter auf der Karte markiert, zumindest in der näheren Umgebung und den könnt ihr unendlich oft benutzen und immer wieder einsetzen und so eben die Steinsplitter markieren, da einfach nur hinlaufen und die abstauben und die werden euch auch weiterhin auf der Karte markiert, eben bis ihr sie auch einsammelt. Die einzige Schwierigkeit besteht manchmal darin, den richtigen Weg dahin zu finden, aber allein, dass es auf der Karte markiert wird, ist schon enorm hilfreich. Drei von diesen Splittern finden und es verbindet sich zu einem Lazarusstein, mit dem ihr euch oder anderen PCs wiederbeleben könnt. Außerdem da oben ist noch ein Wolfsbogen und 10 Explosionspfeile, also nochmal ein weiteres Upgrade für die Bogenschützen unter euch. Dann wollt ihr entweder den Weg nach unten nehmen, über die Wendeltreppe oder mit dem Aufzug, sobald es möglich ist, hier über diese Balustrade springen, denn es gibt hier noch ein paar weitere Kisten, die durchaus nützlich sind. Erstmal in dieser ein guter Batzen Gold, den man immer mitnehmen kann und dann müssen wir ein paar kleine Sprungpassagen überwinden. Entweder könnt ihr dazu springen oder einfach nur links außen entlang balancieren, das funktioniert auch. Auf der Mitte der Ebenen ist dann nochmal ein Kettenpanzer und die Wachenbundhaube. Die ist auch nochmal richtig stark für die Krieger oder Kämpfer. Und die Rüstung ist tatsächlich auch noch für die Diebe und Bogenschützen, also auch da nochmal ein schönes Upgrade. Und dann wollt ihr zum Schmied gehen und all eure Sachen verbessern. Und ich meine wirklich alle. Die erste Upgrade-Stufe kostet einfach nur super wenig Gold. Also da führt gar kein Weg dran vorbei. Das müsst ihr wirklich bei allen Sachen von euch und eurem NPC-Vasallen auch machen.
Und die zweite und dritte Upgrade-Stufe kostet dann auch nochmal ein paar weitere Materialien. Da könnt ihr euch dann überlegen, ob es sich lohnt, ob ihr schon Sachen habt, die sich wirklich zum Upgraden lohnen, ob ihr eh genug von den Upgrade-Materialien habt und euch das nicht wehtut. Und dann wollt ihr die Stadt weiter erkunden, denn früher oder später wird euch Mildred ansprechen. Und das ist ein super wichtiger NPC, denn sie bietet euch eine Quest an, wo ihr einfach nur auf ihr Haus aufpassen müsst und das dann tatsächlich für 7 Tage gratis erstmal zur Verfügung stehen habt. Da drin, natürlich, wie ihr es gewohnt seid, ist die Kiste und ein Schlafplatz. Also hier könnt ihr einfach all das machen, was ihr auch in einer Taverne machen könnt. Nur eben, dass es umsonst ist und ihr euch das Geld dafür sparen könnt. Nach 7 Tagen wird sie dann wieder auftauchen und euch anbieten, das Haus tatsächlich abzukaufen für 20.000 Gold. Das ist eine super gute Investition. Denn alleine, wenn ihr 10-mal in einer Taverne hier übernachtet, ist das schon wieder rentabel, dass ihr euch stattdessen lieber das Haus kauft. Denn hier könnt ihr unendlich oft umsonst schlafen. Und die 20.000 bekommt ihr auch super schnell zusammen, wenn ihr einige der Story-Quests von Hauptmann Bernal macht. Da müsst ihr teilweise nur ins Schloss gehen, da euch kurz umgucken. Gerade mit der Fußsoldatenrüstung seid ihr da eh immer sicher, auch wenn ihr nachts unterwegs seid. Und dann, wenn ihr einige Quests abgeschlossen habt, könnt ihr nochmal zurück zu eurem Haus und werdet eine Nachricht finden und ein super geniales Schwert, die Stählerne Tugend. Das ist für den Anfang eines der besten Schwerter, die euer Kämpfer anziehen kann. Also auf jeden Fall mitnehmen. 1 bis 2 Quests reichen dafür schon und das Gold ist natürlich auch noch eine feine Sache. Dann wollen wir uns um die anderen Klassen mal kümmern. Und zwar wollt ihr dafür wieder zu dem Typen der Laufbahngilde gehen. Da müsst ihr euch einmal angucken, dass der Erzmagier und Krieger hier zwar da sind, aber ihr die nicht freischalten könnt. Und dann wird er euch im Gesprächsverlauf eine Quest anbieten, dass ihr eben die nötigen Waffen dafür besorgt. Dafür müsst ihr erstmal zum Schmied und dann führt euch die Quest zu dieser Koboldmine hier, zur Trevo-Mine. Die ist, wie der Name schon sagt, dann halt von Kobolden ein bisschen überrannt. Das sind aber mit die einfachsten Gegner im Spiel, also diese Quest könnt ihr auch als absoluter Beginner annehmen und euch hier einmal austoben. In einer Kiste findet ihr dann den Zweihänder für die Krieger. Ein bisschen weiter im Verlauf der Mine gibt es dann nochmal eine weitere Kiste mit Waldläufer-Beinkleidern. Das ist eine Hose für Bogenschützen oder Diebe, also auch nochmal hier eine Hose abgestaubt. Und dann etwas weiter in einem Seitenschacht gibt es den Erzmagierstab. Das ist schon alles, was ihr braucht. Dann könnt ihr zurück nach Wernroth die Sachen einmal bei der Laufbahngilde abgeben und damit auch die Klassen freischalten. Und voilà, ihr habt sie schon. Für einige wenige DP, die ihr zu diesem Zeitpunkt ja dann auf jeden Fall haben werdet, könnt ihr die Klassen auch direkt freischalten. Und das solltet ihr auf jeden Fall auch, denn ihr bekommt die ganze Ausrüstung davon auch gratis obendrauf. Und das sind teilweise richtig gute Sachen. Ich meine, allein den Erzmagier freizuschalten ist in sehr großer Wahrscheinlichkeit aller Fälle ein direktes Upgrade zu dem Magier, den ihr bisher hattet. Alleine, weil seine Klamotten und sein Zauberstab so viel mächtiger sind und ihr auch nochmal stärkere Zauber freischalten könnt. Und das gleiche gilt auch für den Krieger. Jetzt wollen wir allerdings auch noch die mystische Klinge freischalten. Und dafür müsst ihr zurück nach Melf reisen, mit dem Ochsenkarren am besten. Und dann kann es sein, dass es nicht sofort getriggert wird, dass ihr erstmal eine Quest von diesem Typ machen müsst, dass ihr so ein paar Echsen vertreibt von dem Nest. Aber spätestens, wenn ihr das zweite Mal zurück nach Melf geht, kommt ein kleiner Drachenüberraschungsangriff. Den müsst ihr nur vertreiben, nicht komplett besiegen und es laufen dauernd lauter andere NPCs herum, also auch hier müsst ihr nicht allzu krass geskillt sein, der wird früher oder später dann einfach wegfliegen und ihr habt Ruhe und vor allem ist hier noch ein weiterer NPC, der euch dann ansprechen wird. Falls es nicht so ist, sprecht ihr ihn am besten an, das ist der hier. Der ist ja ziemlich unverwechselbar mit seiner großen Stangenwaffe und ihr könnt ihn nach seinem Kampfstil fragen und voilà, ihr habt die mystische Klinge auch noch freigeschaltet, die ihr dann bei jeder Laufbahngilde, also auch in jeder Taverne einfach so holen könnt. Auch die ist wieder super günstig und die könnt ihr halt wirklich direkt zu Beginn des Spiels schon bekommen. Einfach kurz ein paar Mal nach Melf reisen, 1, 2 Nebenquests machen und zack, mystische Klinge freigeschaltet. Eine super starke Waffe, eine super starke Rüstung, gerade zu Beginn des Spiels. Also selbst im Midgame ist die noch richtig gut. Und dann habt ihr auch noch natürlich die Klinge an sich, also die Klasse, die einfach, ja, klasse ist. Also die ist wirklich stark. Ihr habt einen Skill, womit ihr euch unverwundbar machen könnt. Ihr habt die Waffe an sich mit einem coolen Moveset, die auch noch mit der Dreieckstaste, also mit dem normalen starken Angriff, eine Fernkampfattacke hat. Also hier ist wirklich alles dabei. Super viel Mobility, so wie der Erzmage zum Beispiel. Anstatt Levitation habt ihr hier so einen Skill, der euch über Abgründe bringt. Also ich liebe diese Klasse wirklich und spiele die seit, ich glaube, 20 Stunden oder so. Ich werde wahrscheinlich noch ein eigenes Video dazu machen, warum ich die so gut finde und was man mit der so alles anstellen kann. Aber ja, kurz gesagt,
holt euch die. Genauso wie alle anderen Klassen, schaltet alles frei, holt euch die Ausrüstung, holt euch die Waffen, holt euch die Suchermedaillons, holt euch die Reisesteine und euer eigenes Zuhause und seid dann glücklich und zufrieden, weil es deutlich besser laufen wird. Das war's auf jeden Fall zu diesem Video. Schreibt mir gerne eure Anregungen, Kritik und Fragen in die Kommentare. Ich versuche, wie immer auf alles einzugehen, sobald es die Zeit hergibt. Verabschiede mich aber jetzt erstmal. Haut rein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Cut. Und ciao. Ba-do-do-dum, United Potatoes, ba-do-do-dum, United Potatoes, ba-do-do-dum.